Weil ich muss ein neues Meme kreieren. Ja? Ja. Okay. Ja, lol, ey! Nichts lässt! Ja, lol, ey. Ja, lol, ey! Der war so dumm. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem wunderschönen Kanal. Na, ich muss noch mal mit mehr Energie. Ja, wir müssen mal mehr. Ey, komm, okay. Was ist das denn hier? Okay, okay. Nimmst du den Kanal nicht ernst oder was? Die Zuschauer haben das Gefühl, du magst ihn nicht. Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Kanal, der da heißt Rezo. Ja. Lol. Ey. Ja, lol, ey. So, ja, lol, ey. Ich habe heute den wunderschönen Toni hier am Start. Und ich habe den wunderschönen Rezo am Start. Genau. Und was wir heute machen, ist was ganz Besonderes. Nämlich machen wir Instagram-Bilder nachstellen. Aber nicht irgendwelche Instagram-Bilder. Nicht nein. Irgendwelche, nein. Nein. Hallo, das wäre ja mega lame. Nee. Sondern wir stellen Couple-Bilder nach. Das haben wir nicht vorher abgesprochen. Spaß, natürlich machen wir das. Das heißt, ich gehe jetzt hier. Wo sind denn Couples? Wer kann denn ein Couple sein? Meinst du typische YouTube-Couples? Ja, zum Beispiel. Oh. Was man so kennt, jetzt nicht irgendwen. Also was, wenn ich eigentlich auch noch ganz interessant finde, ja, wäre vielleicht Bibi und Julian. Wo ist denn hier jetzt ein... Okay, das können wir nicht machen, weil dafür müssen wir uns küssen. Das ist sehr heftig. Das ist ein bisschen, ja, zu viel. Gibt es nicht irgendeins, wo die sich nicht küssen? Guck mal hier. Das sieht süß aus. Das ist doch super cute. Das ist übel süß, aber wir haben kein Baby. Hey, dann nehmen wir irgendein, weiß nicht, Brot oder so. Okay, wir haben dann anstatt ein Baby ein Brot, Leute. Das Erste, was mir einfällt, ist einfach Brot. Was ist ähnlich wie ein Baby? Brot. Abos. Also das ist doch schon was Gutes, was wir machen können. Das heißt, wir brauchen jetzt Brot. Aber stopp. Wer ist eigentlich wer? Wer ist die Frau, wer ist der Mann von uns beiden? Ich finde, wer da die Frau ist, ist beim nächsten der Mann. Okay. In welcher Rolle fühlst du dich wohler? Ich glaube, wenn ich ehrlich bin, wahrscheinlich in der von Bibi. Ja, wahrscheinlich. Hätte ich mir auch gedacht. Bist du im Bett? Bist du der kleine Löffel oder bevor man schläft, meinst du? Hä? Beim Schlafen? Nee, Leute, also ich bin eher so, wenn ich schlafe, würde ich gern nicht so berührt werden. Ich bin eher so, was? Dass ich mich wegdrehe, wenn ich eine Partnerin habe. Aber sie soll dann auch nicht an dich ran sich kuscheln. Die kann eigentlich immer so ein bisschen machen, was sie will, aber es gibt so ein paar Regeln, so, weißt du? Man darf. Was? Ja, oder sonst wäre es Anarchie. Wenn wir keine Regeln haben, dann gibt's Chaos. Oder ich mag zum Beispiel nicht, wenn man so im Nacken so atmet. So. Und ich dann immer diesen Windzug hier spiele. Diesen Windzug? Kann ich nicht, nee. Ah. Ist doch nicht dein Ernst. Meine Steuerberaterin ruft an. Kann ich ganz kurz rangehen? Es dauert nicht lange bestimmt. Hallo? Oh. Ja? Wieso? Genau, ich nehme das, was, also in dem Brief stand ja sozusagen ein Vordruck für die Überweisung. Ich habe alles genauso gemacht, wie es auf dem Vordruck stand. Ey, es tut mir so leid. Ja. Ja, ja, es ist ein bisschen unübersichtlich alles. Aber vielen, vielen Dank. Ich komme. Vielen Dank. Tschüss. Das war meine Steuerberaterin! Ich hab das Gefühl gehabt, ich muss das machen, nicht wahr? Ich hab mich so da drin gesehen, oh, gerade. Nein! So leid. Gott, Alter. Auf das du nicht so viel Steuern zahlen musst. Wir haben so ein bisschen den Punkt des Videos gerade vergessen. Voll, wir haben, Alter, wir wollen dieses Bild machen. Ich weiß nicht, was das ist. Immer wenn wir beisammen sind, passiert daraus etwas, was ich nicht verstehen kann. Leute, wir wollten doch nur dieses Foto machen. Wir wollen doch diese Face-App machen. Ja. Was ist das Baby? Du hast gesagt, ein Brot. Ja, okay, wir haben das Baby. Das Baby ist jetzt das hier. Und wo muss die Kamera kommen? Zeig mal. Komm mal hin. Und ja. So. Und du musst das Brot, das Baby musst du halten. Aber und okay, ich halte dich so. Du musst deinen Kopf auch noch so drehen. Also einfach so drehen. Wie drehen? So? Muss ich noch mehr reinlegen? Ja, noch mehr reinlegen. Bei Rezo, der Daumen ist draußen. Ja, und jetzt einmal süß gucken. Alter, das haben wir gut das gemacht. Das war mega süß. Sah das gut aus? Ich glaube schon. So, das war's mit Bibis Baby. Das wäre ein echt schlechter Vater, ne? Also. Das war's mit dem Baby. Er schmeißt es hin, es fällt auf die Couch und dann auf den Boden. Hey, du lässt deine Kinder rauchen, also. Tue ich überhaupt nicht. Ich kann mit meinen Kindern machen, was ich will. Ja, aber nicht rauchen. Das haben wir schon mal gut hinbekommen, würde ich sagen. Ich brauche noch was Spektakuläres. Das war so irgendwas, wo ein bisschen mehr passiert. TJ, sag du mal ein Pärchen. Barbara und Hendrik. Ah! Die kenne ich gar nicht, ich habe die nur mal in deinem Video gesehen. Die ist so nett. Ja? Ja, genau. Ich. Wenn die bei dir im Video mitspielen, mussten die nett sein. Ja, ist ein herzensguter Mensch. Meinst du, das schaffen wir? Ich glaube schon, dass wir das schaffen würden. Aber wer ist jetzt die Frau? Ja, du bist auf jeden Fall leichter. Ich bin auf jeden Fall leichter. Dann bist du die Frau, wieder. Aber Chris kriegen wir hin, oder? Also, ja, bestimmt. Ja. Aber ich halte sozusagen unter deinen Kniekehlen, geht mein Arm lang. Ja, der eine geht hier so rund aus. Okay, lass uns das mal machen. Lass uns das versuchen. Boah, schwierig. Kriegen wir hin. Ich gehe aber unter beide Beine, ne? Ja, gehst unter beide, unter beide Beine. Der eine ist so und hier muss ich aber weiter runter sozusagen, weil ich muss meinen Arm ja hier so ranführen. Oh.
glaube, das ist cute. Wieso kannst du noch dich mehr beugen, so nach vorne? Genau. So, das zähle ich so. Das reißt. Das war schon süß. Also du bist echt stark gewesen, gerade wo du dich vorbeugen musstest, das war schon nicht leicht. Das fandst du geil, ne? War ich ziemlich neu. Ohne Witz, das haben wir gut gemacht. Sollen wir uns wieder setzen? Sollen wir wieder auf die Couch? Wir gehen wieder rüber. Uff. Ja, lol, ey. Ja, lol, ey. Wir stellen jetzt gerade hier so Instagram-Bilder nach. Apropos Instagram-Bilder, Toni. Fällt dir eigentlich ein, irgendwie, was man dazu sagen sollte, wem man auf Instagram folgen könnte? Also was wir jetzt sagen könnten? Ja, also eigentlich nur zwei Leute. Nämlich? Ja, also da gibt es diesen Toni Pirosa. Ah, ja, dem sollte man folgen. Das ist wirklich Quality-Content, ich kann das nicht anders beschreiben. Hm. Und was ist der zweite? Zweite ist eigentlich Toni... Nein, Rezo ist der zweite. Rezo. Rezo. Das lohnt sich doch, den beiden auf Instagram zu folgen. Das sollen wir kurz in der Story singen? The way you make me feel. You really turn me on. You knock me up on my feet now, baby. Meine Mama hat mich angerufen. Soll ich jetzt zurückrufen? Dann fangen wir es überhaupt geht. Ja, ruf doch mal deine Mutter zurück. Hoffentlich macht Rezo keine komischen Geräusche. Hi, Mama. Ah. Na, bei mir ist alles gut. Ich bin gerade beim Drehen. Ah. Mit Rezo. Ah. Ob wir was Musikalisches machen? Wir sind nackt und haben eine gute Zeit. Warte, kannst du das nochmal sagen, Mama? Ich hab gesagt, okay, das wird den Leuten gefallen. So viel dazu. Gut, ja, ich melde mich auf jeden Fall später nochmal. Danke sehr, ciao. Tschüss. Uff. Das wird den Leuten gefallen. Ja, alles klar. Wir verquatschen uns zu viel. Wir müssen weitermachen. Eigentlich ist das Video doch ein ganz anderes. Wir müssen Couple-Bilder nachmachen. Das Ding ist halt, es ist auch ganz schön, dass man so nicht nur sagt, ja, wir machen jetzt Couple-Bilder und dann machen wir Couple-Bilder. Dann geht man, sagt man wieder tschüss. Sondern man weiß halt nicht, was passiert im Video. Ihr wisst nicht, was passiert in dem Video. Weil uns beschäftigen auch andere Themen, über die wir vielleicht dann reden müssen. Zum Beispiel. Ey Leute, wir müssen das hier abbrechen an dieser Stelle. Wir müssen weitermachen mit dem eigentlichen Video. TJ, sag du mal, wen wir jetzt holen. Was mit Dena und Kati? Felix Laden, so. Leute, übrigens, schreibt mal bitte in die Kommentare vielleicht noch ein paar süße Pärchen, die man vielleicht beim nächsten Mal machen könnte, falls wir sowas mal wiederholen. Was damit? Badewasser einlassen. Oder? Nee, aber du kannst ja trotzdem oberkörperfrei sein. Ey, ich brauch Klicks, Digi. Bitte zieh dich aus. Ich ausklicken. Ja, komm, doch, wenn man das so weit nur sieht, dann geht das bestimmt. Also ja, du bist auch oben ohne, oder? Nein, ich bin nicht oben ohne. Ja, hast du ein, ey, ich stehe hinter dir. Scheißegal, was ich an habe. Ich hab doch kein Bikini da. Wenn ich das da... Ja, aber wo soll ich denn jetzt ein Bikini hernehmen? Irgendwo könnten wir jetzt bestimmt einen besorgen und dann... Ja, wir gehen doch jetzt nicht raus und kaufen mir ein Bikini, damit ich mir ein Bikini anziehe. Ich wäre dafür. Leute, lass mal einen Daumen nach oben da und vielleicht machen wir es dann. Nee, so tief bin ich noch nicht gesunken. Ey. Lass uns das bitte machen, das wäre so nein, cool. Nein. Bitte bei 30.000 Daumen! Bitte lass uns das machen. Nein. So feiern. Hey, du kannst dir kein Bikini anziehen. Ich zieh mir kein Bikini an. Man sieht das doch eh nicht richtig. Nur so ein bisschen, dass man so weiß. Zieh dich aus. So, zieh dich aus. Jetzt aber man sieht deine Schulter ja auf dem Bild. Ja, okay, dann zieh ich mich auch aus. Aber halt, ich stehe hinter dir. Ist das ein bisschen too much? Das weil mein Oberkörper liegt auf deinem aber Oberkörper. Ist ja nicht so, als hätten wir für sowas noch nie. Okay. Das ist ja immer sexueller hier. Ach Quatsch, du hast auf das Bild geklickt. Du hast gesagt, lass uns das machen. Hab ich gar nicht. Wie lange das gedauert hat. Ich dachte gerade erst so. Okay. Hä? Hab ich gar nicht. Hab ich echt nicht. So, ich muss hinter dir stehen, ne? Die Nachbarn, die hier reingucken, die denken wirklich, ich glaube... Ja, wir haben hier Licht aufgestellt, eine Kamera, zwei Typen, die sich ausziehen. Ja, Grundsetting ist geschaffen für ein gutes Video. So. Oh, das sieht... Und ich hab hier den Arm drüber. Ist doch richtig. Und unten hältst du den noch mit fest? Ja, ist richtig. Okay, dann soll ich die Kamera noch mal so ein bisschen... Oder sieht das du schon kannst aus? Nee, das sieht schon aus. Und wie guck ich, wie guckt Felix? Aus? Also Felix guckt so ein bisschen Fuckboy-mäßig. Zeig doch Fuckboy-mäßig. Warte, so ein bisschen. Ich grinse so. Kannst du die Brille noch ausziehen? Geht das? Okay, ich grinse, ne? Gerne, du guckst so ein bisschen so... Okay. Du musst den Kopf gerade machen. Nicht so viel grinsen, eher so ein bisschen verliebt grinsen. Ich würde sagen, das gilt. Doch, das gilt. Okay, haben wir. Das ist auf jeden Fall ein gutes Bild. Ich meine das ganz ernst, Leute. Ey, mit dem Fuck-Bikini. Irgendwann machen wir das mit dem Bikini. Bitte schreibt das in die Kommentare. Schreibt das in die Kommentare mit dem Bikini, wir machen das. Nein! Bei 60.000 Likes. Nein! Bei 60.000 Likes. Nein. Wir haben gesagt 60.000 Likes. Oder wenn ihr 60.000 Likes habt. Niemand hat das gesagt. Ich habe das festgelegt jetzt. Ja, aber ich nicht. Aber was auch das Ding ist, macht die 60.000 voll, dann können wir ihm das überall schicken und sagen, guck mal, wie so 60.000 Likes erreicht. Da muss wohl was gemacht werden. Ich ziehe Leute, mir.
keinen Bikini. So, weiter geht's. Nächstes Foto. Ich suche mal was raus, okay? Judy und Revi. Ja, ja. Judy und Revi. Das ist auch ein süßes Pärchen. Das ist schon übel süß. Das ist schon, das übelst ich schon übel süß. Fuck, das ist zu süß. Fuck, ist das süß. Das ist zu süß. Vor allem, das ist halt so, so real. So, du weißt halt, dass Revi manchmal so ist, dass er einfach so ein bisschen überschwinglich ist und Jody dann so, und also es passt so zu dem, dieses Bild. Darf ich Jody sein? Gerne. Also ich fühle mich da mehr als Jody. Okay, dann sei Jody. Fühlst du dich eher als Revi? Ich fühle mich definitiv eher als Revi. Ich bin in so einer Situation meistens der Revi. Merkst du, dass du jetzt in 3 von 4 Fällen die Frau warst? Ja. Was sagt das denn über dich aus? Sollen wir es hier an der Wand machen? Ja. Das ist doch ganz geil. Zeig mal das Bild, ich kann auch hier auch dirigieren. Ja, dirigier mal. Ich hab den Arm so. Jetzt nur mal den Arm. Genau, aber der Arsch ist nicht an der Wand. Der Arsch ist noch in der Luft. Der genau. Und Jody guckt eher Richtung Wand. So. Genau. Warte, ich muss aber das eine Bein wahrscheinlich lang machen. So. Genau, das eine Bein ist lang. Und ich gebe ihm jetzt einen Schmatzer. Ihr lacht nicht so, wie ich gelacht habe? Ja, so eher so. Noch mehr Kuppel und 3, 2, 1. Das ist süß. Hat sich gut angefühlt. Das so, wenn das, wenn das auch so süß aussieht. Ja, das ist sweet. Das ist sweet. Komm, okay Leute, das war doch ein schönes Video. Das war doch auch sweet, was wir gemacht haben. Es waren gute Bilder. Ich finde, wir haben 4 schöne Bilder gemacht. Wir haben es ordentlich nachgestellt. Ja, eben so ein bisschen kribbelig war ich so. Ich war da so ein bisschen so. Ja, fand ich schön. Hat mir Spaß gemacht. Wieso hast du eigentlich mich dazu eingeladen? Hä? Mit wem soll ich sonst Couple-Fotos machen? Mit jedem anderen wäre es unangenehm und mit dir geht es voll klar. Das ist das Beste. Ja, ist doch so. Ach, Frauen sind so schön. Leute, falls euch dieses Video gefallen hat, dann gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Denkt daran, wir müssen die 60.000 Likes erreichen, damit Rezo im Bikini das nächste Mal ist. Das ist ja so cool. Leute, deswegen gebt einen Daumen nach oben, lasst einen Kommentar da, ob ihr auch darauf Bock hättet. Ich mache hier jetzt den Kanal von Toni und Nia hin, der Tonia-Kanal. Geht auf den Tonia-Kanal, der lohnt sich sehr, der ist hier. Da könnt ihr viel von Toni noch sehen. Und ansonsten folgen wir auf Insta, bla bla bla. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ja, lol, ey. Brot. Ja, lol, ey.